Moin moin und willkommen zurück zur dritten Folge von Stellaris. Wir sind jetzt quasi dabei, dass wir den Umkreis unseres kleinen Systems einmal erkundet haben. Und unsere erste Forschung ist tatsächlich auch fertig. Und jetzt werden die Karten neu gemischt und wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Energieverwaltung, Fusionsenergie, denkt daran, wenn wir sowas machen. Ne? Also ich erzähle jetzt sehr viel, die Zeit läuft weiter. Also sitzt da nicht 3 Tage drüber und brütet, die Zeit läuft. Und in der Zeit, wo ihr nichts ausgewählt habt, forscht ihr auch nichts. So, und jetzt haben wir hier Partikelwissenschaftler und der Bonuspartikel. Ich bin sehr gereizt, das hier auch mitzunehmen, aber ich hoffe, die kommt nochmal. Das erhöht halt die Forschungsgeschwindigkeit um 5% später mal. Aber wir können die Partikelforschung mit dem Wissenschaftler um 10% beflügeln. Wobei das hier, glaube ich, für alles gilt. Ah, schwierig. Brauchen wir Fusionsenergie schon? Ah, die kommt bestimmt nochmal. Wir nehmen jetzt die Verwaltungs-KI, weil das unsere insgesamte Forschungsgeschwindigkeit einfach um 5% erhöht. Ist das eine sehr gute Forschung für den Anfang. Denn Technologie ist nun mal einfach eine starke Grundlage der gesamten Expansion, die wir so anstreben. Und unser Forschungsschiff ist unterwegs und ja, mein Konstruktionsschiff liegt momentan brach. Aber wir haben nur noch 8 Monate, bis die Forschung durch ist. Und wir kriegen nur 17 pro Monat quasi an Ressourcen mit dazu, also 17 Einheiten Mineralien. Und wir brauchen ja 350. Und damit wir nicht ewig und 300 Jahre dann darauf warten müssen, dass unser Kolonieschiff einsatzbereit ist, warte ich jetzt einfach schon mal ein bisschen. Und lasse Ressourcen auflaufen, dass wir sofort mit dem Bau eines Kolonieschiffs beginnen können, weil das dauert dann auch nochmal eine gewisse Zeit. Und in dieser Zeit, wo das Kolonieschiff gebaut wird, können wir immer noch uns damit beschäftigen. So, hier ist jetzt der bewohnbare Planet erforscht worden. Gucken wir mal, was er uns so zu bieten hat. 20 Felder, sehr gut. Bewohnbarkeit 80%. Auch gut und hat sogar noch Ingenieurswissenschaft-Ressourcen, während es auf Spica gab es auch 2 Ingenieurressourcen, 15 Platz. System Survey complete. So, jetzt machen wir einmal Pause rein. Und wir haben auf Syrma 2 Biologie-Komponenten, 15. Okay, das heißt, von der Möglichkeit, uns zu entwickeln, ist eigentlich Short bisher der vielversprechendste. Jetzt habe ich vergessen, wir hatten nirgendwo anders bisher noch einen tropischen Planeten gefunden, oder? 60% Solar später mal. Nee, haben wir nicht. Okay, das heißt, ich werde jetzt das Forschungsschiff erstmal zurückziehen und die Welten erforschen, die in unserem Einflussbereich liegen, damit wir die Ressourcen gegebenenfalls noch ausbeuten können. Das heißt, wir haben hier Sidor und Celaeno oder so ähnlich. Und die werden wir uns jetzt erstmal vornehmen, damit wir, wenn das Kolonieschiff im Bau ist, anfangen können, diese Sachen quasi in Beschlag zu nehmen und uns in der Zeit auch damit beschäftigen. Jetzt geht hier auch noch der Alarm los. So, in der Zeit mit beschäftigen, die Ressourcen zu akquirieren, die wir hier so kriegen können. Denn die Sachen werden insgesamt noch sehr, sehr, sehr teuer. So, 2 Monate noch und unser Kolonieschiff kann in Bau gehen. Das wird also auf jeden Fall noch diese Folge was. Und ich bin mal sehr gespannt. Der schöne Vorteil von Short ist auch noch, wir nehmen viel Fläche ein, während Speaker und Syrma in unserem Einflussbereich liegen. Erweitert Short unseren Einflussbereich natürlich auch relativ stark. Und jetzt haben wir eine zweite Anomalie gefunden. Oder eine weitere Anomalie. Und jetzt ist das Fehlschlagrisiko schon mal basismäßig 50%, durch die Stufe des Wissenschaftlers 42. Da würde ich vorerst in Ruhe lassen. Das müssen wir uns später mal angucken, wenn er vielleicht noch ein paar Eigenschaften, also es gibt auch so Eigenschaften, die er später erwerben kann mit, also zufällig erwerben kann mit irgendwie 20% gesenkte Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht. Und da warten wir jetzt mal drauf. So, es ist wieder eine Forschung abgeschlossen. Das ist jetzt unser Kolonieschiff. Wir suchen uns jetzt erstmal eine neue Forschung.
So, der ist eher so in der nationalistischen Ecke unterwegs. Unterhaltskosten für Armeen gesenkt und sowas. Lebensdauer plus 10 Jahre Feldproduktion. Ja, Militär all the way. Und was wir jetzt noch machen, ist aufzuhören, das zu fördern, weil es senkt ja auch die Forschungsrate der anderen Forschung. Und das wollen wir ja nicht. So. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, Kolonieschiffe zu bauen. Das können wir in unserem Raumhafen machen, indem wir auf Bauen klicken. Und dann gibt es ein Kolonieschiff. Jetzt sehen wir 350. Wir sind glücklicherweise durch unsere ambitionierten Sparbemühungen davon nicht mehr allzu viel weit entfernt. Also ein bisschen... Ach komm, wir lassen es auf Schnellste. Zack, zack, zack. Wir wollen jetzt schnell was bauen. Und noch einen Monat. Komm, einen Monat noch. Zack. So, ich gehe jetzt mal auf normale Geschwindigkeit. Jetzt können wir unseren Bau anstoßen. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier das Kolonieschiff rein. Und das dauert jetzt 350 Tage, bis das abgeschlossen ist. Also quasi etwas mehr als ein Jahr. Das heißt, wir haben jetzt wiederum ein bisschen Zeit, uns darum zu kümmern, dass wir unsere Kolonien erweitern. Also hier so, was sich so findet, akquirieren. Und wie ihr seht, haben wir hier mittlerweile... Anomaly found. Richtig was gefunden. Oh, guck mal, eine neue Anomalie, Fehlschlagrisiko 0%, da können wir uns natürlich direkt drauf stürzen, weil es sind halt ab und zu spannende Dinge mit dabei und wenn die uns helfen und dadurch auch unser Wissenschaftler Stufen bekommt, also ne, er hat hier so auch einen ganz normalen Stufenfortschritt und je mehr er forscht und Anomalien macht und solche Geschichten, umso schneller, umso einfacher wird es auch dann diese Stufe 2 Anomalie irgendwann mal zu erforschen. So, wir warten auf die Ergebnisse der Anomalieforschung und wir warten auf die Ergebnisse des Baus unseres Raumschiffes. Und in der Zeit können wir mal in aller Ruhe die Zeit ein bisschen vorwärts laufen lassen. Oh, eine nicht fühlende Spezies wurde gefunden. Aha, aha. Und das behalten wir im Hinterkopf. Also da passiert jetzt nichts Großartiges. Und das war wohl eine relativ harmlose Anomalie. Also wo nichts allzu Spannendes daraus hervorgegangen ist. So. Wollen wir mal die ersten Aliens erforschen? Ich hau mal die ersten Aliens rein. Das heißt, wir sind jetzt 180 Tage, also knappe 6 Monate, echt? Ein halbes Jahr? Scheinbar. Damit beschäftigt, dass wir diese Forschung dort durchziehen und rausfinden, was es mit den Alpha-Aliens genau auf sich hat. So, und wir sparen währenddessen jetzt fürs Konstruktionsschiff und wir warten aber nicht darauf, dass jetzt irgendwie hier ein Wunder passiert, sondern jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle zusammen und wir kümmern uns natürlich darum, dass System Survey complete. Schnellstmöglich gerade auch die Ressourcen akquirieren, die uns mehr Einkünfte bringen in der Richtung. So, das System ist auch fertig und wir erkunden direkt das nächste. Research complete. Und eine Forschung ist fertig geworden. Betarian-Kraftwerke sind jetzt für uns verfügbar und wir können Betarian-Stein abbauen potenziell. Jetzt müssen wir halt noch Betarian-Stein finden, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt haben wir neue Forschungsgebiete. Leider nichts für sein Spezialgebiet. Eine Verteidigungsplattform klingt nicht schlecht. Ionentriebwerke klingen auch nicht schlecht. Ich bin ja eher so in dem Bereich Krieg unterwegs, also nehme ich auf jeden Fall die Verteidigungsplattform. Denn es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir uns dann wohl mit so ein paar Leuten nicht mehr ganz so gut verstehen werden. Falls wir irgendwann mal jemanden treffen. Bisher ist es ja noch recht ruhig in unserer Umgebung. Und uns mit denen dann potenziell ja auch anlegen wollen. Und immer nur angreifen ist halt auch nicht das Wahre, sondern so Verteidigungsplattformen, um Systeme zu verteidigen und halten zu können, helfen ja auch. Special Project complete. So, ein Spezialprojekt ist abgeschlossen, nämlich die Alpha Alien. Wir haben jetzt gelernt, sanftmütige Kreaturen, eine niedrige Dimension des Unterraums nutzen, bewegen sich zwischen den Systemen mit relativer Leichtigkeit vor Ort, fast so problemlos wie sibulanische Flotten. Sie ernähren sich von Gasen, die in den oberen Atmosphärenschichten vieler Gaswesen vorkommen. Ja. Sie greifen äußerst selten an, selbst wenn sie provoziert werden. Wir können sie getrost ignorieren. Sehr schön. Also, dann wissen wir schon mal, die Alpha-Aliens sind kein großes Problem. Und aus reiner Neugier schmeiße ich jetzt mal noch gleich die Beta-Aliens hinterher. Einfach nur, weil ich wissen will, was das so bedeutet. So, jetzt haben wir es natürlich geschafft und unser Kolonieschiff ist fertig. Das verbraucht richtig viel Strom im Unterhalt, also Energie-Credits. 6 Stück nämlich.
und dadurch sind wir jetzt negativ gegangen. Das heißt, es wird auch Zeit, direkt loszufliegen und unseren ersten Planeten zu besiedeln. Und wir wollten ja in Short quasi gucken, weil es einfach der größte Planet ist und auch uns sehr viel Vorteile bringt. Also im Sinne von... Ausdehnungsfläche. Ich gucke gerade mal. Ich nehme jetzt das hier, weil... Also wir müssen jetzt unseren ersten Außenposten quasi aufstellen, weil hier zwei Nahrungsmittel und ein Mineral ist. Die Nahrungsmittel haben nämlich den Vorteil, dass sie am Anfang das Wachstum auf dem Planeten einfach, wenn wir Überschuss haben, beschleunigen und wir nicht sofort anfangen müssen, wieder noch mehr Nahrungsmittel abzubauen. Das macht es einfach ein bisschen angenehmer. So. Da jetzt viele Dinge passieren, dem setze ich jetzt auch wieder auf passiv, dass der nicht gleich wieder stiften geht, wenn er auf irgendwas trifft. So, wir sind negativ, aber das ist okay, das wird auch wieder aufhören. Wir sind mit der Konstruktion durch und jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt noch Stromquellen und wir haben Forschungskram. Hier drüben gibt es auch noch Dingens und ich würde jetzt einfach in dem System, wo wir sind, noch eine Stromquelle erschließen. Damit wir ein bisschen die Energiecredits puffern, während wir unterwegs sind. Weil was jetzt passiert ist, wenn das Kolonieschiff dort angekommen ist, irgendwann mal, das fliegt jetzt gerade nach draußen wahrscheinlich, ist nicht das schnellste Raumschiff, was man so hat, um es gleich mal vorsichtig zu formulieren, wird das eine gewisse Kolonisierungszeit brauchen und in der Zeit verbraucht es auch richtig viel Strom. Ich glaube irgendwie 8 Einheiten oder sowas. Das heißt... Am Anfang ist das unkritisch. Man hat eigentlich... Also ich habe noch nie gesehen, dass ich zu wenig Vorrat hatte, um die Kolonisierung zu Ende zu bringen. Trotzdem hilft es schon mal strategisch dran zu denken, dass wir uns mit mehr Ressourcen in der Zukunft versorgen, weil wir werden ja da unten auch Gebäude und sowas aufstellen. Und wir haben hier einiges noch an Forschungs- und... ja, hauptsächlich Forschungssachen und ein bisschen Mineralien, die wir beackern wollen in Zukunft. Und das kostet uns auch alles Strom. So, und ich würde sagen, wir gucken mal live zu, wie unser... Ach, kommt natürlich aus der völlig falschen Richtung. Wie unser System besiedelt wird. Was immer passiert, wenn die Schiffe gesprungen sind, stehen sie erstmal ein bisschen still. Das hat was mit der Antriebsmethode zu tun. Das ist halt beim Warp-Antrieb... Situation log updated. Dass die erstmal... Wo sind denn die Zeta-Aliens? War das jetzt hier? Ah, da ist irgendwas... System Survey complete. Das ist ein echtes Alien-Schiff, oder? Special Project complete. Die Zeta Aliens. Spezialprojekt zum Weltraumamöbenstudium aus der Ferne ausgeben. Kurzen Prozess. Nee, Situation Log updated. Ich habe nämlich noch keine Flotte. Die Zeta Aliens. Das scheinen echte Aliens zu sein. Die untersuchen wir mal direkt. Das interessiert mich ja jetzt. Jetzt sind sie weg. Da waren sie... Oh nee, da kommen sie geflogen. Das scheint ein Forschungsschiff zu sein, oder? Ah, sicher, sicher? Research complete. Wir holen mal unsere Militärflotte rein. Unsere erste Kolonie. Ein großer Tag für den Sibulan State und wir erlangen dafür 60 Ingenieursforschungspunkte mal eben gratis obendrauf. Das heißt, die Forschung wird wahrscheinlich auch instant abgeschlossen. Das ist wahrscheinlich schon das hier. Ah ne, Verwaltungs-KI ist das, okay. Wir haben unsere erste Kolonie am Start und wir haben auch die Verwaltungs-KI am Start. Und jetzt können wir mal gucken, ob es was für sein Spezialgebiet gibt. Gibt es nicht. Und ja, Kolonieentwicklungsspeed. Können die Besatzung und die Kolonisten in den Tiefstand versetzt werden? Kolonieentwicklungsspeed, ich weiß es nicht. 25%? Weiß ich nicht. Einfache Gefechtsrollen. Spezialisierte Gefechtscomputer. Deflektorschilde, das klingt auf jeden Fall, als ob es der militärischen Strategie dienen würde. So, und wir holen jetzt mal unsere Kampfflotte auf jeden Fall hier rein, weil ich traue dem Frieden nicht, was das hier für Typen sind. Nicht, dass sie jetzt irgendwas kaputt machen. So, wir haben jetzt hier 13 Monate... die das dauern wird, bis unser Planet besiedelt ist. Das heißt, dann können wir den Planet beginnen zu verwalten. Oh, und er ist mineralienarm. Habe ich das vorher übersehen? Naja, gut, schade. Also, besonders viele Mineralien werden wir dann hier wohl nicht abbauen. Das ist mit 25% bestraft.
Aber wir haben auf jeden Fall unsere erste Kolonie. Wie ihr seht, wir beginnen uns jetzt auszubreiten. Das Raumschiff scheint weg zu sein. Das haben wir nicht rechtzeitig geschafft. Schade. Da war jetzt unsere Flotte zu langsam unterwegs. Aber es beginnt aus unserem kleinen Adlerreich, mit dem wir gestartet sind, beginnt sich jetzt ein interstellares Reich zu entwickeln. Und wir haben jetzt hier draußen quasi auch die Möglichkeit, weitere Systeme zu erkunden. Und ich würde sagen, das tun wir auch mal direkt. Denn wir wollen uns ja auch weiter ausdehnen. Wir haben noch zwei Planeten, die wir besiedeln können. Das wird auch, glaube ich, noch relativ spannend. Und ich ziehe jetzt mal den Zeitraffer ein bisschen hoch. Wir haben auch ein bisschen was zu bauen. Jetzt lasst mich mal überlegen. Wir haben eigentlich genug Puffer, dass wir einfach mal übertrieben viele Mineralien noch abbauen können. Das hält uns dann den Puffer schon wieder um. Also es sieht sehr gut aus im Moment mit dem Mineralienabbau. Das gefällt mir. Wir liegen da schön im positiven Bereich. Und wir sind bei minus 8 durch den Kolonieaufbau. Das ist ja zeitlich begrenzt. Und wir haben hier minus 5. Das heißt, wir sind eigentlich sogar noch 3 positiv im Bereich der gesamten... Special Project complete. Was ist da los? Oh, das Hellwahn. Wir haben das erste andere Reich entdeckt, glaube ich. Das sind wahrscheinlich die Zeta-Aliens, oder? Hervorragend. Erstkontakt. Und es sind Vögel. Es sind auch Vögel. Verrückt. Ich vertrete es und hat mich ermächtigt, euch Grüße zu übermitteln, solange ihr euch aus unseren inneren Angelegenheiten heraushaltet und unseren großartigen Anführer verehrt, Kaiser Laktras den Ersten, sehe ich keinen Grund dafür, weshalb sich unsere Beziehungen verschlechtern sollen. Wir werden euch standesgemäß in der Schlacht grüßen. Ups. Wir werden uns nicht zurückhalten lassen. Wer ist Klaas of Burgundy? Er spricht Klaas of Burgundy. Ist kein besonder... Keiner der Sprüche ist besonders cool. Oh. Erstmal auf intelligentes Alienleben getroffen sind, wurde von unserer Bevölkerung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Das bestätigt, dass wir lange vermutet hatten, wir sind nicht allein in der Galaxie. Die scheinen gleichzeitig, also scheinen gleichwertig zu sein. Okay, dann wird unser Raumschiff hier wahrscheinlich gleich wieder zurückkommen. Ja, also da müssen wir die Grenze wieder verlassen. Aber wir können mal gucken, was sie so haben. Pause. Oh, die haben eine 200er Militärwertflotte. Ich glaube, da muss ich ein bisschen nachziehen. Da sind die natürlich deutlich stärker als wir. Mit unseren gammeligen 75 Punkten. Und das kann ich als Militarist natürlich so nicht auf mir sitzen lassen. Das heißt, jetzt werden hier mal ordentlich Korvetten gebaut. 50 kosten uns die, das ist okay. Das heißt, wir geben mal direkt 3 Stück in Auftrag und ziehen unsere Militärflotte zum Sammeln hierhin zurück, damit wir uns vorbereiten können auf den Vergeltungsschlag natürlich. Wir würden niemals einen Angriffskrieg führen. Wir sind natürlich sehr vorbildliche Vögel, was das angeht. Okay. Denn ich habe vor, sofort Krieg zu führen, solange die noch klein und kompakt sind. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich nachher mit einem riesen anderen Vogelreich auseinandersetzen muss. Wir sind die einzigsten Vögel hier. Wenn hier jemand einen Vogel hat, dann bin ich das. So, bist du wieder am Wegfliegen oder warum oxidierst du da noch so rum? Ja, du bist wieder am Wegfliegen. Na gut, also das Schiff zieht sich jetzt zurück und wir bereiten uns auf den Krieg vor. 200 Punkte gilt es zu schlagen, unter Kontrolle zu bekommen. Wie nennt man das diplomatisch? Damit es nicht so klingt, als ob wir den Streit angefangen haben? Ich weiß es nicht. Vergeltungsschlag oder so. So, und jetzt haben wir nämlich hier unter Kontakte unseren ersten Kontakt mit drin. Und die haben eine Meinung von minus 43 zu uns. Nämlich, weil es ein neuer Kontakt ist einfach. Das verbessert sich mit der Zeit, weil, ja, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat oder so ähnlich. Wir haben Grenzkonflikte, weil wir halt aneinander angrenzen und das wird jetzt durch den Ausbau von Short nicht unbedingt besser werden.
Und wir haben, sie halten uns für individualistischen Pöbel, weil sie eben fanatisch-kollektivistisch sind. Und jetzt kommt der Hammer, es sind Pazifisten. Es schreit danach, dass wir ihnen den Kopf einschlagen, um ihnen zu zeigen, dass man mit einem kleinen Stock keinen Krieg gewinnen kann, wenn die anderen fucking Laserwaffen haben. So, wir gucken mal, was die Diplomatie so ergibt. Darum bitten, Vasall zu werden. Hihihi. Wir können uns ihnen unterwerfen. Warte mal. Unsere Freiheit können wir nur über einen Krieg wieder erlangen. Nee, das würde ich vielleicht lassen. Handelsabkommen. Na, wir wollen überhaupt nicht. Ich erkläre meine Rivalität. Dies verschlechtert unsere Beziehung um minus 100. Sie als Rivalen zu haben, wird uns monatlich plus 1,5 Einfluss geben und könnte ihre anderen Rivalen uns gegenüber freundlicher stimmen. Oh ja. Also, wir pöbeln die direkt mal an, diese Pazifisten. Um ihnen klarzumachen, dass wir nicht hier sind, um Kuchen mit ihnen zu essen, sondern dass wir hier sind, um ihnen den Schädel zu zertrümmern und ihnen mal zu zeigen, wie der Hase läuft. So, jetzt heißt es natürlich Kriegsforschung. Alles nur Kriegsforschung. Verteidigungsplattform ist cool. Deflektorschilde sind wahrscheinlich auch cool. Jo, ich hoffe, dass da jetzt noch ordentlich... Militärakademie ist sowieso cool. Und ich würde sagen... Wir gucken mal. Ah, wir können mittlerweile auch schon wieder tausende weitere Schiffe ausbilden, oder? Bloß keine Pause in der Produktion. Alles Geld in Krieg. Alles Krieg. So, Flotten kann man auch zusammenlegen. Wir haben jetzt hier irgendwie zwei Flotten durch diese Basteleien. Wenn man beide auswählt, hat man hier oben so einen Knopf zusammenfassen. Und jetzt brauchen wir natürlich, jetzt wird es interessant, der ganzen Geschichte mal einen Anführer zu geben. So, First Murder ist auf jeden Fall ein super cooler Name. Und ich bitte darum, dass wir einen coolen Anführer haben. Wir rekrutieren uns einen Admiral. Und unser Admiral, ausweichen plus 10%. Okay. Geschwindigkeit 20, schnell wie der Sturm. Unnachgiebig, Trefferpunkte plus 20%. Notfall-Evakuierung funktioniert nicht. Also wir können nicht in Notfall-Überlichtsprung springen. Dafür haben wir über 20% mehr Trefferpunkte. Ausweichen plus 5, ausweichen plus 10. Dieser Anführer kämpft hinterhältig, wobei er den Feind durch Irreführung und Überraschung überwindet. Schnelles Manövrieren, Schlüssel zum Erfolg. Es reizt mich alles, aber ich glaube, hinterhältig klingt richtig gut. Wir kämpfen hinterhältig. Schmutzig, möchte ich geradezu sagen. Ich möchte geradezu schmutzig sagen. Oh, ein Arbeitsloser. Das können wir so natürlich so nicht zulassen. Wo ist er? Du bist arbeitslos, du hast nichts zu tun, du Vogel. Du Vogel. Ja, ich weiß, dass er nicht so gut war. Ich würde sagen, dem räumen wir hier mal so eine Dings frei. Dann können wir hier nämlich Energie herstellen. So, das dauert wie lange? 62 Tage, ist okay. So, und wir können direkt noch unsere Produktion... weiter fortführen. Also ich baue jetzt mal kurz keine Gebäude. Und ich weiß, dass das ein relativ harter Ansatz ist. Aber ihr wisst ja, Krieg ist nur, wenn es richtig knallt. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich kann da hoffentlich den ersten ordentlichen Krieg vom Zaun brechen im Weltall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.